Was ist das längste Buch der Welt? Bei der Frage habe ich als erstes an irgendwelche historischen oder religiösen Werke gedacht. Tatsächlich geht es aber in eine ziemlich andere Richtung. 21.540 Seiten hat das 80 cm dicke Buch des griechischen Künstlers Ilan Manouar. Selbst geschrieben hat der Künstler es aber nicht. Es ist lediglich eine Kopie der wahrscheinlich erfolgreichsten Manga-Serie aller Zeiten, One Piece. Seit 1997 sind 105 Bücher des Mangas veröffentlicht worden, die in Manouars Werk eingebunden sind. Lesen kann man das dickste Buch der Welt aber nicht. Es ist einfach nur eine Skulptur und eher ein Objekt für Liebhaber, die es offenbar genügend gibt. Das Werk, das wurde nämlich sofort verkauft für ganze 1.900 €.